Leute, weiter geht's bei Pokémon Violett. Wir haben gerade die schriftliche Prüfung absolviert und nun soll die praktische Prüfung kommen. Und zwar hier draußen irgendwo. Ne? Johnny, na los, komm her, die anderen werden jeden Moment da sein. Ist ja gut, Mensch. Ich bin schon ganz aufgeregt auf die praktische Prüfung. Ich bin mir nicht sicher, wie viele von den Fragen ich richtig beantworten konnte. Ja, ich bin mir auch bei einigen unsicher, ganz ehrlich. Zum Beispiel bei diesem wertvollsten Item da oder der Epiteile-Frage, die war ja scheiße. Oh, Maike. Sieh mal, da ist Maike. Sie ist erst vor ein paar Wochen mit ihrem Bruder Briggs nach Teto gezogen. Angeblich war er eine große Nummer in Höhen. Und sie hat hier ihre Prüfung nachgeholt. Lars, Johnny? Ihr habt die Gerüchte schon gehört? Was, da fehlt ein Wort. Habt ihr die Gerüchte schon gehört? Diejenigen, der als Bester bei den theoretischen Prüfungen abgeschnitten hat, wollen sie ein schillerndes Pokémon schenken? Das sagt ihr mir erst jetzt? Dann hätte ich doch die Fragen gegoogelt, mein Gott! Shit. Ich habe selbst noch nie ein schillerndes Pokémon gesehen. Man sagt, sie haben eine andere Farbe als üblich und glitzern merkwürdig. Das hört sich spannend an, nicht wahr? Ja, schon. Und da kommt Blaze. Keiner weiß wirklich etwas über ihn. Er spricht so gut wie nie und ist auch sonst immer abweisend. Und wenn man ihn dann mal anspricht, ist er unfreundlich. Ein seltsamer Kerl. Okay. Es heißt, er sei der Sohn einer der stärksten Trainer Tetos. Er und Faun soll den gleichen Rang haben. Wahnsinn, nicht? Ob Blaze als Sohn eines solchen Trainers auch so begabt ist? Und was ist dann erst mit Faun? Man würde einem alten Mann wie ihm niemals zutrauen, zur Elite der Pokémon-Trainer zu gehören. Findet ihr nicht auch? Er steckt voller Überraschungen, meine ich. Manchmal frage ich mich, wie stark er wirklich ist. Ihr etwa nicht? Nein, bisher nicht. Das ist Felix, Bounds Enkel. Anfangs habe ich noch geglaubt, dass sein eigener Großvater ihn vielleicht bevorzugt behandeln würde. Aber scheinbar ist er ihm gegenüber noch strenger. Faun mag ein guter Mann sein, aber ist er auch ein strenger Lehrer? Findet ihr nicht auch? Ja, mag sein. Hey Leute, freut mich euch zu sehen. Hattet ihr auch so ein gutes Gefühl bei der Prüfung gerade eben, hä? Ich hoffe, ich kann in der praktischen Prüfung ebenso gut abschneiden. Mal sehen, welche Aufgabe mir Opi diesmal vorsetzt. Hey Blaze, und wie lief der Test bei dir, hä? Ja, der Test war ein Witz. Kein anständiger Trainer braucht einen Test, um zu kämpfen, weißt du? Wenn mein dummer Vater nicht gewesen wäre, hätte ich nie mit dir im Klassenzimmer gesessen. Wahre Stärke und Macht kannst du nicht aus Büchern erlangen, Einfallspinsel. Du hast recht, Lars. Er ist wirklich ein unfreundlicher Zeitgenosse und arrogant noch dazu. Ja, na gut, ich habe eure Ergebnisse im theoretischen Teil nun ausgewertet. Gruppiert euch nun bitte in einer Reihe, sodass ich euch die praktische Prüfung erläutern kann. Vorzüglich, nun geht es an die praktische Prüfung. Sie besteht aus drei Teilen. Zum einen der Kampf gegen ein wildes Pokémon, zum anderen der Kampf gegen einen anderen Trainer. Als letztes dann werden eure Fähigkeiten im Bereich Fangen von Pokémon getestet. Habt keine Angst, jeder von euch wird es schaffen, ich bin mir sicher. Dennoch müsst ihr alles geben. Kein Ass-Trainer ist bisher vom Himmel gefallen, wisst ihr? Okay. Na gut, ich habe 5 sehr seltene Pokémon für euch mitgebracht. Jedes steht noch am Anfang seiner Zeit und bringt ein Potenzial, das nur ein Trainer mit Engagement zum Vorschein bringen kann. Einer zufälligen Reihenfolge nach werdet ihr eure Pokémon auswählen dürfen. Moment, du hast 5 Pokémon? 5? Darf ich zuerst auswählen, bitte? Als erstes bitte, Blaze. Oh, das war klar. Die Leute mit Einfluss kommen natürlich immer zuerst dran, ne? Ist klar. Tritt nach vorn und entscheide dich für eines der 5 Pokémon. Ein Pokémon von Typ Unlicht. Es wird mir gute Dienste erweisen und zur Macht verhelfen. Oh, Unlicht wäre cool gewesen. Als nächstes an der Reihe bist du, Felix. Komm bitte nach vorn. Ja, weil es ein Enkel ist, ist klar, ne? Oh, danke, Opi. Ich meine natürlich Herr Faun. Ich habe bereits von diesem Pokémon gehört. Ich denke, ich und es werden gute Freunde werden. Johnny, würdest du nun bitte vortreten? Ja, jetzt hat es noch 3, so wie üblich, ist klar. Es sind noch 3 Pokémon übrig. Wähle weise, denn es wird dein Partner und Freund sein und dich treu begleiten. Hier sieht man interessant aus. Veluno. Du bist ein Feuerhund. Wär niedlich. Lockschal heißt das Vieh.
das sieht mir wieder ein bisschen zu humanoid aus, versteht ihr? Deswegen würde ich eher sagen, Lockschall, du bist raus. Und wir haben noch Seekit. Seekit. Veluno oder Seekit? Das ist jetzt schwer. Oder doch Lockschall? Nee, ich denke, ich werde Seekit nehmen. Willst du das Pokémon? Ja, will ich. Johnny hat ein Seekit erhalten. Super. Möchtest du Seekit einen Spitznamen geben? Nein. Wenn hier nur neue Pokémon am Start sind, macht das nicht viel Sinn. Du hast eine vorzügliche Wahl getroffen. Du und dein Pokémon, ihr werdet sicherlich gute Freunde werden. Soweit so gut. Lars, du bist das nächste dran. Tritt vor. Oh Mann, das wird ein Spaß werden. Dieses Pokémon gefällt mir. Ich werde der stärkste Pokémon-Trainer aller Zeiten und eines Tages die Top 4 und sogar den Champ herausfordern. Merkt ihr meinen Namen? Lars Welt. Was? Ach so, ja, ja, klar. Und als letztes, Maike. Deine Auswahl ist leider nicht mehr groß. Aber ich habe das Gefühl, dass das verbleibende Pokémon und du trotzdem ein gutes Team bilden werdet. Warum darf Maike als letztes? Frauenrechte? Hast du mal was davon gehört, alter Mann? Hä? Scheinbar nicht. Das ist wahrlich ein tolles Pokémon. Ich werde mein Bestes geben. Gut, da ihr nun alle ein Pokémon erhalten habt, müsst ihr nun euren ersten Kampf bestreiten. Reiht euch bitte hintereinander ein und folgt mir zum hohen Gras. Okay, machen wir. Nun gut, hier seht ihr sogenanntes hohes Gras. Das ist Gras, das hochgewachsen ist. Deswegen hohes Gras, ne? Ist klar. Im hohen Gras leben wilde Pokémon. Ungezähmt und angriffsfreudig. Haltet ihr euch zu lange im hohen Gras auf, so kann euch ein wildes Pokémon attackieren. In diesem Teil der Prüfung werdet ihr gegen ein solches wildes Pokémon kämpfen. Den Anfang macht dieses Mal vielleicht, wie wär's mit dir, Lars? Oh ja, super. Dann kann ich gleich zeigen, was mein Pokémon drauf hat. Warum hab ich denn Lars genannt? Er sieht echt aus wie ein Lars. Seht ihn euch an. Ich weiß nicht, weshalb. Ein Pokémon schenkt aus dem Gras. Yeah, das war kein Problem für mein Pokémon. Ein Kinderspiel. Reizlos, ich bin der Beste. Ja, komm schon runter, Einfallspinsel. Du hast ein wildes Pokémon besiegt, nicht die Top 4 geschlagen. Da ist keine Leistung mehr angesichts dessen, was dir als Trainer bevorsteht. Please, sei nicht so arrogant und herablassend. Klar, selbst ein Vater hat nicht den Hochmut, jemanden wegen etwas zu verspotten, das man selbst noch nicht gewagt hat. Nichtsdestotrotz ist an Blaze' Aussage schon etwas Wahres dran. Wilde Pokémon werden euch im Laufe der Zeit zu Hauf begegnen. Manchmal ist es zeitsparender, vor ihnen zu fliehen. Selbst wenn man in der Lage wäre, sie zu besiegen. Wenn du schon so große Töne spuckst, Blaze, wieso versuchst du es dann nicht als Nächster, hä? Es ist ja keine Herausforderung, dagegen ein wildes Pokémon zu kämpfen. Ich verzichte. Für wen hältst du dich ein, hä? Du verzogenes Balk, du! Dein Vater hat mir aufgetragen, dich zurechtzuweisen und dir das Trainerdasein beizubringen. Und so dankst du es mir, hä? Willst du deinem Vater so in den Rücken fallen? Du wirst diese Prüfung absolvieren, wie alle anderen auch. Nein, sie ehren sich. So wie mein Vater, der Ignorant. Es ist nicht würdig, ein derart mächtiger Trainer zu sein. Ich habe bereits, was ich wollte. Ein Pokémon, sie können mir nichts mehr beibringen. Der geht einfach weg. Ah, Blaze, was tust du denn mal wieder? Dieser Starkopf mit seinem ewigen Hass auf alles und jeden. Ich werde ihn später zur Vernunft bringen müssen. Hör, dieser verdammte Narr! Nicht einmal sein Vater hatte ein solches Temperament. Er wird es doch bereuen, sich von mir abgewandt zu haben. Wie dem auch sei, lass uns bitte diesen, Vorfall vergessen. Und mit der Prüfung fortfahren. Maike, würdest du nun, Natürlich. Uff, das war knapp. Aber ich habe es geschafft. Das ist ein wichtiger Schritt für mich. Das hast du gut gemacht, Maike. Wer will als Nächster? Johnny? Oh ja, ich bin dran. Wenn ein Pokémon dich angreift, achte darauf, seine Kraftpunkte schnellstmöglich auf 0 zu reduzieren. Nur so kannst du den Kampf gewinnen. Okay, ich versuch's. Hallo, Staralili. Los, Seekit! Okay, Seekit, was kannst du denn? Yay, die Auswahl ist super. Okay, Fundattacke! So stark bist du nicht, kann das sein? Ja, nicht so wirklich. Schade. Naja, den Kampf haben wir geschafft. Super gemacht, Seekit. Sehr schön.
Du hast dein erstes Pokémon besiegt und sicherlich mitbekommen, wie es im Kampf Erfahrungspunkte gesammelt hat. Wenn es genügend davon gewonnen hat, steigert sich der Level deines Pokémon. Felix, willst du bitte den Schluss machen? Oh, natürlich, Opi. Ich meine natürlich erfahren. Entscheide dich mal, wie du ihn nennen willst, okay? Hey, da hat mein Pokémon gute Arbeit geleistet, schätze ich. Das war schon mal ganz passabel, Felix. Doch lass dir das nicht zu Kopf steigen, Junge, okay? Ach, Opi, Herr Faun, ich werde mir doch nicht meinen Sieg zu Kopf steigen lassen. Das müsstest du doch wissen. Ist ja gut, Felix. Du kannst zurück in die Reihe gehen. Gut, liebe Schüler, eure Prüfung ist nun vorüber. Im nächsten Test müsst ihr mit eurem Pokémon gegen einen anderen Trainer kämpfen. Das ist eine größere Herausforderung, als es mit einem wilden Pokémon aufzunehmen. Shawnee, Lars, ihr beiden bildet eine Gruppe. Ich hätte lieber mit Maike eine Gruppe gebildet, verdammt. Nein, willst du nicht! Maike und Felix, ihr seid das andere Paar, okay? Platziert euch nun bitte jeweils gegenüber eurem Partner auf einem der beiden Kampffelder und macht euch bereit. Sehr gut! Nun gut, jeder von euch wird das Pokémon, mit dem er eben gekämpft hat, in den Kampf schicken. Der Sieg allein ist nicht alles, denn es zählt, wie ihr euch beim Kämpfen ausstellt. Also gebt euer Bestes und kämpft für den Sieg! Ja, davon habe ich schon immer geträumt, Shawnee, mit meinem eigenen Pokémon gegen dich anzutreten. Heute beginnt eine neue Zeit für uns beide. Wir können unseren Traum endlich wahr werden lassen. Dieser Kampf soll der erste von vielen sein, auf das ich meine natürlich der bessere gewinne. Okay, versuchen wir es, Lars. Was hast du denn ausgesucht? Oh, natürlich Lockshot, das Pflanzen-Pokémon, ne? Ist klar. Los, Seekit! Was? Was? Warum ist mein Seekit nicht bei vollem KP und sein Vieh schon? Das ist doch scheiße! Erstmal Seekit ansehen. Mäßig. Weiß nicht, ob das gut ist. Ah, es trägt eine Siedel... Was? Es trägt eine Siedelbeere. Okay. Sturzbach. Okay, okay, okay. Und ja... Es wurde halt echt nicht geheilt. Das ist doch scheiße. Na gut, versuchen wir es. Thunderattacke, Seekit. Oh, das war ein Crit. Das war fantastisch. Härtner. Oh nein. Oh nein. Warum kannst du Härtner? Ja, so werde ich dich nie besiegen können. Oh, was? Du bist viel zu stark. Okay, Siedelbeere. Ich versuche mal den Silberblick. Ansonsten mache ich ihm kein Damage mehr, was ziemlich scheiße wäre. Pfund, ja. Okay, du machst mir 4 Schaden. Ich bin immerhin schneller als du und das ist gut. Nein, nicht wieder Härtner! Okay, ich muss wieder Silberblick einsetzen. Warum bist du jetzt schneller als ich? Das ist scheiße! Das ist echt scheiße! Ich kann durch diesen Kampf jetzt nicht verlieren! Nochmal Silberblick, Seekids, komm! Ja. Ah, komm schon. Ich hätte schon lange gewonnen, verdammt nochmal. Ich versuche mal anzugreifen. Ja, nein, jetzt greift es auch an. Shit. Okay, wir versuchen es. Na, das reicht nicht. Nee, das reicht nicht. Außer es kommt noch... Oh, shit. Seekit. Seekit, ich glaube an dich. Bitte. Was, jetzt ist es noch schneller als ich? Nein! Lockshot, komm zurück! Niemand kann mich auf meinem Weg zum Champion aufhalten! Shit, der hat mich... Scheiße! Schon, ich wusste, dass ich gewinne. Ich bin unschlagbar. Keine Schande, gegen den zukünftigen Champ der Teto-Region Lars zu verlieren. Aber sicherlich hast du auch ganz gut gekämpft. Scheiße! War das, weil ich auf schwer gestellt habe? Es kann gut sein. War das ein Fehler? Scheiße. Ich habe wohl gegen dich verloren, so ein Mist. Ja, mach dir nichts draus. Du hast gut gekämpft und auch ich bin schwitzen gekommen. Wir müssen bald noch an uns arbeiten, weißt du? Na gut, liebe Schüler, aufgepasst. Ihr habt euch gut in euren Kämpfen geschlagen. Bleibt noch eine Prüfung zu absolvieren. Und derjenige, der am besten in den theoretischen Prüfungen abgeschnitten hat, der kann sich ganz besonders auf die nächste Prüfung freuen. Folgt mir alle zurück zum Hohengras. Oh, wie viele Punkte habe ich gemacht? Ach ja, wie es scheint, haben 2 Schüler mit voller Punktzahl abgeschlossen. Was? Zum einen unser lieber Blaze, der uns ja verlassen hat. Zum anderen... Oh, bitte, 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 bitte... Yes!
Yes! Das war alles richtig! Johnny, herzlichen Glückwunsch! Als Klassenbester wirst du die Chance bekommen, ein schillerndes Pokémon einzufangen! Johnny, kommst du bitte nach vorne? Du erhältst von mir nun 10 Pokébälle! Mithilfe der du versuchst, das Pokémon, das sich angegriffen hat, oder das dich angreifen wird, einzufangen. Du solltest ihm zuvor jedoch einige seiner Kraftpunkte nehmen, sodass es sich nicht wehren kann. Versuche dein Glück! Ja, ich bekomme Pokébälle. Was kommt jetzt? Was? Ein Shiny Glumander! Was bitte? Oh, was bitte? Oh, was bitte? Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das gerade geil! Seekid, komm! Finde ich jetzt nicht ganz so gut, was du da machst. Los, Seekid! Oh, ich mach kaum mehr Schaden. Oh, lass das! Oh, Glumander, bitte, ja? Oh, nee. Aber solange es mich nicht angreift, ist alles gut. Ja, so viel dazu. 4 KP Damage. Oh! Seekid, mach kein Seekid, mach keinen Scheiß, ja? Mach keinen Scheiß, das ist ein shiny Pokémon, ja? Das besiegt man nicht. Los, Pokéball! Oh, komm schon. Ja, ja. Nein! Verdammt, nein! Hör auf, mir anzugreifen. Oh, komm schon. Das muss klappen. Los, Pokéball! Yes! Shiny Glumander! Wie geil, Leute! Es ist ein altes Pokémon, das heißt ein altes, ein bekanntes Pokémon, aber trotzdem keine Spitzname. Nö, ich glaube, das lasse ich. Vorzüglich! Mit 2 Pokémon Team erreicht man mehr als mit einem. Achte auch stets darauf, dir Pokémon verschiedener Typen anzueignen und zu trainieren, sodass du für jede Situation gewappnet bist. Lars, willst du bitte als nächstes antreten? Ja, natürlich, das Pokémon kann sich schon mal auf etwas gefasst machen. Oh, jetzt wird es Zeit für ein Pokéball! Oh, Nummer 2 in meinem Team des zukünftigen Champs steht fest. Das hast du gut gemacht, Lars! Maike, du darfst als nächstes! Na gut, dann werde ich es versuchen. Na gut, jetzt los, Pokéball! Ich habe es geschafft! Ja, das hast du, Maike, gut gemacht! Fährt nur noch Felix! Ich werde dich nicht enttäuschen, Opi! Ich meine Herr Faun! Halt die Klappe und fang dir dein Pokémon! Versuch das Pokémon zu schwächen, ehe du es fängst, klar? Ja, na gut, los geht's! Nicht übel, Felix! Stell dich bitte wieder zu den anderen! Gut, nun hat jeder seine Prüfung absolviert. Lass mich nun zur Auswertung kommen. Beginnen wir nun mit Lars. Jetzt wird's spannend. Ich kann es kaum noch erwarten. Die theoretische Prüfung hast du mit 66 Antworten knapp bestanden. Haha! Was für ein Vollidiot. Im Kampftest hast du dich gut geschlagen und ebenfalls bestanden. Im Feldtest nun, wie soll ich es am besten sagen? Glückwunsch, du hast bestanden! Du bist nun ein waschechter Trainer! Shit, ich habe den Kampf verloren. Habe ich's doch geschafft? Ja, ganz bestimmt. Oh, herzlichen Glückwunsch, Lars! Toll gemacht! Nun kommen wir zu dir, Johnny. Die theoretische Prüfung hast du mit 10 richtigen Antworten absolviert. Im praktischen Test hast du dich gut geschlagen. Bestanden, möchte ich meinen. Obwohl ich meinen Kampf verloren habe, scheinbar. Im Feldtest hast du ebenfalls gute Arbeit geleistet. Auch hier bestehst du. Alles in allem darf ich auch dir gratulieren, einem frisch gebackenen Trainer. Yeah, wir haben unsere Prüfung bestanden. Oh, klasse, Johnny. Ja, dass du aber Schwein gehabt, was? Hör mal zu, du Vollidiot. Du hast nur 6 Antworten richtig gehabt, ja? Also schön die Fresse halten jetzt, ja? Wirklich toll, Johnny. Maike, auch du hast die theoretische Prüfung mit 8 richtigen Antworten bestanden. Ja, war schon besser. Im praktischen Teil hast du zwar verloren, aber gut gekämpft und ein wildes Pokémon konntest du auch fangen. Auch dich darf ich wahrlich eine Trainerin nennen. Glückwunsch! Super gemacht, Maike. Komm, wir gehen feiern. Wahnsinn, ich bin so glücklich, wenn mein Vater das erfährt. Gut gemacht, Maike. Immer Glückwunsch! Und nur zu dir, Felix. Du hast 9 richtige Antworten in der Prüfung gegeben. Dein Kampf gewonnen und ein Pokémon eingefangen. Zu Recht darfst auch du dich einen Trainer nennen. Du Streber. Oh, danke, Obi. Wirklich, vielen Dank. Wahnsinn, Felix. Du warst wirklich einsame Spitze. Du wirst sicherlich auch ein starker Gegner sein. Ich bin wirklich sehr froh, dass jeder von euch seine Prüfung bestanden hat. Auch wenn Blaze es nicht für nötig gehalten hat, die Trainerschule zu absolvieren, hat es euch hoffentlich auf eurem Weg einen Schritt weitergebracht. Jeder von euch kann es weit bringen, wenn er sich nur genügend ins Zeug legt. In diesem Sinne wünsche ich euch
Alles Gute auf eurer kommenden Reise. Dies heißt keineswegs Lebewohl. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Ihr wart alle großartige Schüler. Danke. Herr Fahn wird mir fehlen. Er war ein toller Lehrer. Aber ich habe nun einen eigenen Weg vor mir. Ich und meine Pokémon werden ihn gemeinsam bestreiten. Wir können auch gemeinsam losziehen, Maike. Wie werden das, hä? Wie Herr Fahn schon sagte. Das heißt auf keinen Fall Lebewohl. Wir sehen uns. Dann halt nicht. Also, Johnny Felix, endlich ist es soweit. Wir können in die weite Welt aufbrechen. Wir sehen uns bald wieder, hoffe ich. Pokémon fangen sich nicht von selbst, also sage ich nur Bye. Ja, tschüss, Junge. Eine neue Ära beginnt und vier Pokémon-Trainer machen sich auf, um Ruhm und Ehre zu erringen. Ein wahrhaft schöner Augenblick, doch wird auch er nicht ewig werden. Außerdem habe ich mich noch um Blaze zu kümmern. Zeit seines Lebens stand er im Schatten seines Vaters und kämpft verbissen für Anerkennung. Wir werden uns wiedersehen, Johnny. Ja, tschüss. Ist gut jetzt. Yeah, ich kann mich endlich bewegen. Kommt hier nochmal ein Pokémon? Vielleicht kommt hier nochmal ein Shiny. Was? Flabebe. Okay. Oh, shit. Ich sollte hier nicht kämpfen. Tackle. Okay. Ich sollte hier nicht kämpfen. Warum werden meine Pokémon nicht geheilt? Das ist doch scheiße, ist doch das. Los, nochmal. Bams. Und? Yeah, super gemacht, Seekind. Okay, ich wollte nur sehen, was es hier so gibt. Nun gut, was ist denn mit meinen kleinen, süßen Fleißpunkte, was ist das? Was? Verfügbar 0, benutzt 0, Bonus 0. Das ist mir ein bisschen zu kompliziert. Das ist echt ein bisschen zu kompliziert. Hallo, mein süßes Shiny Glumanda. Du bist wunderschön. Okay, bevor ich jetzt hier irgendwelchen Scheiß mache, würde ich gerne meine Pokémon heilen. Wo kann ich denn das machen? Sind alle weg? Scheinbar sind alle weg. Das ist nicht so gut. Aber Leute, wir haben unsere Prüfung bestanden und sogar ein Shiny Pokémon gekriegt. Wie geil ist das denn? Leute, das war's für heute mit Pokémon Violett. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss!